Wir beide sagen einen herzlichen Glückwunsch zum 50 Jahren Fan das Sammlermagazin. Fan das Sammlermagazin. Fan das Sammlermagazin. Ja, Fan das Sammlermagazin. Auf die 50. Wow, Marianne Groß und Lutz Riedel, die Sprecher von Jan Tenner, haben uns gratuliert. Wow. Ja, damit herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin. Ja, heute vor genau einem Jahr, das war damals Freitag, der 14.07.2017, sind wir gestartet. Und heute, ein Jahr später, am Freitag, dem 13., geht's gleich auch düster, etwas düster zu, aber dazu gleich mehr. Viele Fans haben immer mal gefragt, am Anfang der Sendung, was war damals, da haben wir das Opening hier gemacht, ja, in diesem Set. Ja, erinnert ihr euch noch daran? Und da haben die immer gefragt, was ist das eigentlich hinter He-Man? Was ist das für ein Bild? Wo kann man dieses erwerben? Ja, das kann man oder konnte man erwerben bei einem großen Möbeldiscounter. Ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gab einen Möbeldiscounter, da konnte man diese Marvel oder dieses Marvel-Bild, ja, wo Spider-Man, Hulk und all die anderen Figuren, wie auch Captain America und Iron Man etc., konnte man da günstig erwerben. Und das ist das Bild halt. Ne? Ist ein Holzbild und es machte sich sehr schick hier bei He-Man und seinen Schurken. Die sind nämlich heute auch voll auf die 50 eingestellt. Ja, seht ihr das? Voll auf die 50, da eine 50, hier eine 50, über 50. Ich bin gerade so stolz und ja, da beginnen wir jetzt die Sendung. Und zwar, heute ist das Thema, da wurden wir ausgestattet von dergeisterjäger.de. Wir stellen euch Merchandise zu John Sinclair vor. Und hier sieht man ja schon, Bild, hier mein T-Shirt. Macht sich total toll an meinem Körper. Ich sehe schlanker aus. Deswegen habe ich heute eins angezogen, was schwarz ist. Nicht, weil ich Trauer trage, sondern weil es mich schlanker macht. So. Da gehen wir jetzt rüber zum Präsentationstisch und feiern gemeinsam die 50. Come on, come on. Ja, auch in der 50. Ausgabe von meinem Format stoße ich mit euch an. Ihr wisst, ich liebe Kaffee und habe bis jetzt 49 Becher Kaffee getrunken hier in der Sendung. Heute ist es die 50. Und da wurde uns auch gesponsert, dieser tolle John Sinclair Becher mit Asmodee vorne im Anschlag. Ja, von dergeisterjäger.de. Prost! Ja, John Sinclair, hier liegen auch noch Gummibärchen rum. Danke. Also die Leute von dergeisterjäger.de verfolgen sehr wahrscheinlich fleißig mein Format und wissen, ich bin gerne für Kaffee und Süßes gerne zu haben, wie man sieht. Ja, nebenbei. Ja, John Sinclair, da gibt es gleich auch noch was zu gewinnen. Ja, falls hier John Sinclair-Fans gerade zuschauen, bitte mal hier sagen, hier, höre, da gibt es gleich was Tolles zu gewinnen. Also dranbleiben. Für alle anderen, John Sinclair wurde 1973 durch Helmut Rellergert kreiert, erfunden. Und er tauchte 1973 in einem Gespenstergeschichtenheft zum ersten Mal auf. 1978 wurde dann eine eigene Romanheft-Gruselserie geschaffen unter dem Titel John Sinclair. Und seitdem gab es viele, viele, viele hunderte, tausende Hefte von John Sinclair. Und sag und schreibe, 45 Jahre später erscheint endlich eine Actionfigur-Reihe zur Serie. Und da bin ich richtig stolz, euch einige Produkte zu zeigen, die am 20. Juni 2018 zum ersten Mal den Markt entdeckt haben. Dazu zeige ich euch gleich noch ein kleines Interview mit Jörn Brohm, der Zuständige der John Sinclair Merchandise-Reihe. Ja, dazu gleich. Wir können mal hier auf den Tisch gucken, was wir alles so haben. Außer die Figuren, die gleich kommen, haben wir natürlich hier auch Schreibsets, Buttons, natürlich hier auch, toll auch hier für Kaffeeleute hier, ne, oder Teeleute von John Sinclair. Das Elixier des Teufels. Ja, toll, toller Becher.
Da hebt sich jeder Kaffee oder jeder Tee richtig gut auf. Den haben wir hier. Und natürlich auch Figuren. Und da beginnen wir jetzt erst einmal mit der Teufelsuhr. Come on, come on. Hier ist die Teufelsuhr. Ja, in einem alten Haus an der Küste von Wales haust der Teufel in einer alten Standuhr. Und das ist diese. Sie wurde nach einer Vorlage von Vincent B. Belstar kreiert. Und hier sieht man auch, wie gesagt, die Standuhr mit dem Teufel. Und ich finde das ein richtig guter, großer Hingucker. Also ist, glaube ich, auch nicht nur was für Fans, sondern auch Leute, die an sich sehr viel Grusel mögen. Das macht sich wirklich richtig gut in der Vitrine. Und so ein kleines Detail am Rande. Alle Figuren, die jetzt erscheinen werden, der John Sinclair-Reihe, sind handbemalt. Und zwar meistens noch, ja, unter anderem in einer Verfeinerung von Jörn Brohm. Und der kommt ja gleich noch mal im Interview. Und das macht es eigentlich noch zu jedem Stück eigentlich ein Unikat. Also ihr könnt nichts falsch machen. Und die Preise sind echt moderat. Das müsst ihr mal gucken. Falls ihr Informationen dazu bräuchtet, ja, und ihr sagt, wow, wir würden gerne mal so eine Figur, ja, kaufen oder mal gucken, welche Figuren gibt es bis jetzt, dann geht einfach mal, ich kann es gar nicht oft genug sagen, auf der Geisterjäger, also Jäger auf alle Fälle mit AE geschrieben, ja, dergeisterjäger.de. Ja, wie gesagt, hier sind die Hörner, was ein Teufel natürlich auch so gerne hat. Wenn man dreht, ja, sieht man auch die Uhr von hinten natürlich. So richtig schön alt gehalten und so richtig schön düster. Ja, die Teufelsuhr. Come on, come on. So, wir kommen nun zur Lady X. Wow, Lady X. Sieht die nicht toll aus? Ja, das ist Pamela Scott alias Lady X. Mit dem Würfel, das sieht man ganz klein, der Würfel des Unheils. Ich kann es mal kurz reinhalten. Sieht man das? Ja, ein bisschen unscharf, ne? Aber es ist der Würfel des Unheils. Ja, krass. Und natürlich hat sie natürlich ihre geliebte Maschinenpistole. Und diese Figur sieht auch richtig toll aus. Ja, hat ein bisschen was von Lara Croft, aber da ist Lara Croft natürlich die Gute und hier ist natürlich die Lady X natürlich einer oder eine, ja, die mit ihr es eigentlich nicht gut zu spaßen ist. Sie ist ca. 8,5 cm groß. Ja, und das Material ist aus Resin. Also wie die meisten Figuren, ne? Aus Resin. Sieht richtig toll aus. Und hier auf dem Boden hier sieht man noch die Patronenhülsen, die sie gerade durch Maschinengewehr zerschossen hat. Hat auch einen guten Vorbau, ja. Brust raus. Ja, also die Zielgruppe ist sehr wahrscheinlich männlich. Würde ich mal so vermeiden, so meinen. Ja, auf der Rückseite. Knackigen Po. Ja, macht sich auch sehr toll in so einer Vitrine. Sieht richtig gut aus, richtig nobel. Und was ich toll finde an den Figuren ist, die sind auch detailliert, ja, sind auf den Punkt gebracht, auch toll, ja, angemalt. Lady X. Come on, come on. Und was haben wir noch zum Schluss an Figuren? Richtig, den Einsatzkoffer. Ja, ein guter Geisterjäger braucht natürlich Utensilien, die verstaut werden müssen. Da können wir ganz kurz reingucken. Moment, sieht man das? Darin zu finden ist natürlich Kreuz des Hesekiel. Dann die goldene Pistole von Atlantis. Ein silberner Nagel. Silberner Bumerang. Und dann kommt es, eine Beretta 92 FS mit geweihten Silberkugeln, ein silberner Dorsch, eine Dämonenpeitsche und natürlich den Stab Buddha. Auch hier total toll, alles von Hand bemalt, richtig, richtig nobel. Hier guckt man hier auch noch, da steht auch vorne drauf, Einsatzkoffer, kann man es jetzt einfangen, Moment. Drauf gepinselt, Einsatzkoffer Team John Sinclair. Ja, ist das nicht ein Hingucker? Ist das nicht geil? Also,
da wird jedes Herz von John Sinclair erweicht. Ja. Also ich glaube, die Fans, die ist, glaube ich, jetzt in die letzten Tage und die nächsten Tage, Wochen, Monate, das sind wirklich Festtage. Festtage, weil endlich nach 45 Jahren, endlich zur Romanserie, gibt es nun endlich das Figuren-Merchandise dazu. Ja, jetzt möchtet ihr natürlich wissen, wer hat diese Figuren vermarktet? Wer vermarktet die Figuren? Wer steckt dahinter? Wer ist der Geisterjäger.de? Und wir haben einen von der Geisterjäger.de gefunden, und zwar auf der Hörmich 2018, die am 30. Juni 2018 in Hannover stattgefunden hat. Da haben wir ein kleines Interview geführt und da werden noch weitere Fragen, die ihr euch gerade vielleicht momentan stellt, beantwortet. Fans warten seit über, ja, sind zu viel, 45 Jahren, ja, zu Figuren der Serie John Sinclair. Wie kam es jetzt dazu? Also es ist so, wir haben ja die Lizenz, ja, seit einem guten Jahr in etwa haben wir die ja erst erworben. Wir sind ja noch nicht so lange am Markt und Figuren, das war schon immer so ein Traum eben, und da eben anzufangen, da haben wir erstmal den John Sinclair, den ersten, rausgebracht, jetzt vor letztes Jahr im November, limitierte Version, 73 Stück, die waren sofort ausverkauft. Damit ich habe keinen mehr bekommen. Da haben wir leider auch nicht mit gerechnet gehabt, weil im Vorfeld waren die Leute da nicht so sehr von angetan, dass sie gesagt haben, jetzt gibt es Figuren, und daher, jetzt haben wir die Serie fortgeführt und jetzt sind eben erstmalig die ersten vier Figuren rausgekommen. Das ist ein Teil der Mordliga, das ist der eiserne Engel mit dem magischen Pendel und das ist sehr besonders auch, es ist der Jason Dark, der jede einzelne Figur, Herr Rellergert, noch unterschrieben hat von 301 Limitierten. Also die sind jetzt neu rausgekommen. Des Weiteren haben wir jetzt heute dabei noch die Teufelsuhr, den Einsatzkoffer Ja, das sind die Figuren, die wir jetzt dabei haben. Die Bring mir den Kopf von Asmodina Dioram werden noch kommen, wahrscheinlich im August. Die Büstenserie kommt etwa im September. Und der Myxin, der Grimes und der Destero, die kommen wahrscheinlich Ende des Jahres. Und es wird noch vieles mehr kommen. Ja, krass. Ja. Als Dämonen. Naja, sagen wir mal so, natürlich wollen wir auch John Sinclair und seine Freunde unbedingt. Das ist uns auch ein Herzenswunsch, aber da sind wir eben noch dran. Die kommen selbstverständlich auch noch raus. Wie teuer werden sie circa sein für unsere Fans? Sie wollen es natürlich wissen. Wo kann man sie denn erhalten? Werden sie auch im freien Verkauf sein? Oder und wie teuer werden sie? Also viele Fans bestellen jetzt schon vor als Abo. Das kann man machen, uns einfach eine E-Mail schreiben und eben dann schon als Abo eben vorbestellen. Die Möglichkeit besteht selbstverständlich über unseren Shop www.dergeisterjäger.de oder es wird natürlich so sein, dass wir die auch, wenn wir eben auf Conventions, wie jetzt auf der Convention, auf der wir sein werden, bei Lübbe in Köln oder eben auch auf solchen tollen Veranstaltungen wie der Hörmich hier in Hannover, werden wir die natürlich verkaufen. Und die werden etwa liegen zwischen 25 und 35 Euro, je nach Größe, je nach Aufwand. Zum Beispiel der Eiserne Engel, der kostet jetzt 29,90. Der ist auch aus mehreren Teilen hergestellt, äußerst aufwendig hergestellt, wie alle Figuren, sind handbemalt, sind... Von dir handbemalt, zum Teil. Ja, so wie zum Beispiel die Teufelsuhr und diese Figuren in der Serie. Allein der John Sinclair, den hatte ich, da hatte ich dann 73 John Sinclairs nochmal im Detail bemalt. Jedem die Augen, jedem die Haare, jedem die Feinheiten, die darüber, das war schon viel Arbeit. Ne? Das macht nicht jede Firma. Das macht man nur, wenn man halt wahnsinnig ist und halt John Sinclair liebt, was ja der Fall ist, also als absoluter Fan. Und von daher geht es nicht ums Geld verdienen. Ja? Also ich könnte nachher nicht sagen, dann habe ich einen Stundenlohn von 20 Cent vielleicht, ja, aber darum geht es. So wie bei euch, ne? Vom Fan-Sammler-Magazin, die machen das auch. Wir malen auch unsere Sendung jeden Tag selber noch, mit jedem Bild machen wir handbemalt, machen wir es noch. Ah, sehr gut. Du bist selber Fan von John Sinclair. Hörst du auch die Hörspiele an von John Sinclair? Ja, so war das ja. Also das kam ja über die Hörspiele. Ich habe ja die Hörspiele nicht nur jetzt, sondern natürlich auch in den 90ern gehört, an Tonstudio Braun. Später alle Hörspiele gehört von John Sinclair. Und auf der Convention 2016 haben wir dann mal unseren Lizenzgeber angesprochen, ob wir da irgendwie ins Geschäft kommen könnten und die Lizenz eben erworben, Exklusivlizenz John Sinclair Merchandise anfertigen zu können. Da haben wir überhaupt keine Ahnung eigentlich erstmal auch gehabt, um da einzutauchen. Und das ist natürlich auch jetzt eben der Fall. Wir sind, was die Figuren anbelangt, ja auch ins kalte, eiskalte Wasser gesprungen. Und jetzt wird es ja immer besser, da sind wir auch dran, was dieses gesamte Konzept eben anbelangt. Das ist kein Konzept, mit dem man Geld verdienen kann. Also
wäre toll, wenn, was irgendwann, wenn es sich irgendwann mal rechnen würde und sich dann auch trägt. Aber aktuell ist es natürlich einfach absolutes Fanblut, ja, was in das ganze der Geisterjäger.de strömt. Hast du sonst aber auf einer Hörspiel-Convention sind? Wie ist denn der Zulauf? Wollen viel mehr die Figuren haben oder doch eher die Hörspiele oder T-Shirts? Also interessanterweise ist, dass viele das noch nicht wissen mit den Hörspielen. Die sagen dann, Entschuldigung, mit den Figuren natürlich, mit den Hörspielen. Die kommen wegen den Hörspielen her und sagen, Mensch, John Sinclair, was habt ihr denn alles? Und dann, wow, ihr habt auch, weiß ich nicht was, eine Teedose oder sogar eine Kaffeetasse oder den Kalender vom Timo Würz, die ganzen tollen Sachen. Und die dann auf einmal sagen, nanu, was ist das? Sind da Figuren? Das wissen wir ja überhaupt nicht. Von daher denken wir auch, es wird sich so langsam, aber sicher eben auf- und ausbauen. Und wir lernen ja auch nur aus verschiedenen Sachen. Wir empfehlen das, Fan, das Sammlermagazin empfiehlt diese Figuren, kauft sie euch hier auf dergeisterjäger.de. Danke, Jörn. Hey, danke. Wünsche dir viel Glück. Alles ja. Gute. Dankeschön. Ja. Ciao. Come on, come on. Da sind viele Fragen nun beantwortet worden. Danke, Jörn Brom, dir und deinem Team. Auch, wie gesagt, zur Verfügungstellung des ganzen Materials hier. Und es gibt noch einen tollen Katalog. Und den hat er mir gegeben auf der Messe und dann blätterst du durch und sage, wow, ein sehr hochwertiger Katalog, denn es sind krasse Bilder dabei, ja, wo man denkt, mein Gott, für eine deutsche Firma ist das schon sehr, sehr, sehr hochwertig, ja. Da sieht man Piraten mit Narben, ja, man hat da vampirähnliche Gestalten abgelichtet, einfach sehr, 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 sehr hochklassig. Und da sieht man den ganzen Merchandise, was ihr erwerben könnt. Und ja, es lohnt sich, in diesen Katalog mal reinzugucken. Ihr könnt ihn ja anfordern, unverbindlich. Und ja, da gibt es auch CDs, es gibt ja auch Hörspiele der Reihe. Die liegen mir jetzt zwar nicht vor, aber man kann sie auch dort erwerben. Es lohnt sich echt, falls ihr also Hörspielfans seid, würde ich die mir jetzt noch nachts reinziehen und dabei mich gruseln. Come on. Wie ich eben schon am Anfang der Sendung versprochen habe, könnt ihr etwas gewinnen. Ja, wir haben hier Poster von der Hörmich mitgebracht. Und zwar, da wurde ja ein Hörspiel aufgeführt, ein Live-Hörspiel von John Sinclair. Und da haben wir drei Poster von. Und ihr könnt ein Poster könnt ihr gewinnen jeweils. Dann müsst ihr einfach nur unsere Seite auf Facebook liken unter Fan das Sammlermagazin oder wahlweise auf YouTube den Kanal bumo.tv abonnieren, dann in den Kommentare reinschreiben, ich will, und dann schreibt ihr dahinter, ich will das John Sinclair Poster. Ja, und dann lose ich denn aus und drei Gewinner können dieses Poster wahlweise auch signiert von mir, ja, das könnt ihr ja auch reinschreiben, könnt ihr von mir das signiert erhalten. Ist das ein Deal? Ja, guck mal hier, das sieht gar nicht so schlecht aus. Guck mal, das Poster macht sich auch bestimmt, als jeder, als guter Fan macht sich das auch im Zimmer sehr gut. Ja. Ja. Das könnt ihr also gewinnen, ja, zu unserer 50. Sendung. Ich bin immer noch geflecht, ja, dass ich ein Jahr nonstop on air war. Und da möchte ich mich eigentlich auch sehr, sehr, sehr herzlich bedanken für eure Treue. Ich weiß, der YouTube-Kanal, der, das hat auch ein bisschen mit den Abonnenten. Es werden mehr und mehr und mehr nach und nach. Bei Facebook läuft es ja außerordentlich gut. Ja, ich möchte mich dann bedanken. Und ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine etwas längere Sommerpause. Wir sehen uns wieder Anfang September. Ich glaube, das ist der 1. September im September. Der erste Freitag, so war es. Der erste Freitag im September. Ich weiß das Datum jetzt nicht, das wird aber jetzt eingeblendet. Komm, blenden wir das mal ein. Da, ja, da steht es eingeblendet. Also da sehen wir uns wieder am ersten Freitag im September. Punkt 15 Uhr ist es wieder online. Und habt einen schönen Sommer, erholt euch gut, bleibt weiterhin sammelwütig und auf die nächsten mindestens 50 Cent von Fan, das Sammlermagazin. Tschüss. Come on, come on.